Herr Handke, im Moment wird ja viel über den möglichen Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD gesprochen, was maßgeblich daran liegt, dass es kein anderes Thema gibt, solange es keine neue Regierung gibt in Deutschland. Wie bewertet Ihre Fraktion, wie bewertet die Linke denn diesen Entwurf für einen Koalitionsvertrag unter rüstungs- oder, wenn man so will, friedenspolitischen Gesichtspunkten? Ja, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, denke ich, muss man feststellen, dass es einen Rechtsruck gibt gegenüber dem Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Koalition, also der Koalition aus Liberalen und CDU/CSU. Das mag vielleicht verwunderlich klingen, aber man muss konstatieren, dass zwei entscheidende Aufrüstungsprojekte jetzt in diesem Koalitionsvertrag festgeschrieben wurden. Das ist einmal das NATO-Raketenschild und die Befürwortung und ein Prüfauftrag für die Anschaffung von EU-Kampfdrohnen. Auch das ein wesentliches Aufrüstungsprojekt. Bleiben wir bei den Drohnen. Es hat ja zuletzt in Deutschland einen Disput gegeben um die Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampf- und Spähdrohnen. Was steht denn konkret im Koalitionsvertrag zu diesem Thema? Und noch einmal, wie ist das zu bewerten? Ja, wenn man so will, steht ein ganz klarer Prüfauftrag für die Anschaffung von EU-Kampfdrohnen in dem Koalitionsvertrag. Das heißt, es ist zu erwarten, dass die neue schwarz-rote Regierung, wenn sie denn zustande kommt, wovon wir eigentlich ausgehen, sich diesem Thema ganz verstärkt widmen wird. Es ist auch schon auf der Agenda für den EU-Gipfel am 19. und 20. Dezember. Also da wird ein Prozess eingeleitet, der sehr, sehr schnell gehen wird. Und wir erwarten eigentlich, dass dieser sogenannte Prüfauftrag umgesetzt werden wird und dann eben auch Deutschland eben über die EU sich EU-Kampfdrohnen besorgt, beziehungsweise diese dann auch einsetzt. Wenn man sich die ganze Diskussion um Kampfdrohnen anschaut und was die bisherigen Bundesregierungen auch dazu verkündet haben, ist das natürlich ein weiterer Militarisierungsschritt, der sich auch ganz gewichtig unterscheidet von dem, was zum Beispiel die Parteien, gerade die SPD, auch im Wahlkampf noch erklärt hatten. Da ließ ich im Programm der SPD lesen, dass man eben ja das langfristig, aber auch sehr sorgfältig prüfen wollte und mit sozusagen vielen Vorsichtsmaßnahmen versehen. Davon ist jetzt eigentlich gar keine Rede mehr. Das Problem ist, dass dieser Koalitionsvertrag, was eine Kultur der militärischen Zurückhaltung angeht, überhaupt nichts mehr in sich birgt. Das heißt, während eben zumindest frühere Koalitionsverträge, auch noch von 2005 und 2009, sehr stark darauf gesetzt haben, nicht so sehr das Militärische in den Vordergrund zu stellen, ist davon im jetzigen Koalitionsvertrag gar nichts mehr zu bemerken. Rüstungsexperten und Völkerrechtler weisen darauf hin, dass der Einsatz von Drohnen juristisch, sagen wir zumindest, fragwürdig ist. Welche Chancen bringt das der Linken, hier gegebenenfalls parlamentarisch, aber auch juristisch gegen diesen geplanten Einsatz vorzugehen? Ich glaube sozusagen, dass sobald ein entsprechender Beschluss gefällt ist, man sich überlegen muss, welche rechtlichen Schritte hier auch sozusagen in die Wege geleitet werden können. Während auf der einen Seite erklärt wird, der Einsatz in Pakistan wäre sozusagen illegal, hat man die Rechtsposition, dass der Einsatz der Kampfdrohne auf der afghanischen Seite legal wäre. Und auch das war aus unserer Sicht eben schon eine sehr problematische Rechtsposition. Wenn man sich jetzt generell für die Anschaffung von Kampfdrohnen ausspricht, eben als ja, legitimes und normales Mittel der Kriegsführung, dann droht eben diese jetzt schon problematische Völkerrechtsposition noch weiter im Grunde zu verschwimmen und in eine Richtung zu gehen, dass man ja, extralegale Hinrichtungen befürwortet. Ein ständiges Thema der vergangenen Jahre, ja fast Jahrzehnte für die Friedensbewegung, ist die Frage der Atomwaffen, der Nuklearwaffen. Im Koalitionsvertrag steht erstmal relativ weit gefasst der Willen zu einer Abrüstung bei diesen Waffensystemen drin. Was bedeutet das denn für die US-amerikanischen Atomwaffen, die in Deutschland stationiert sind? Aber auch da steckt der Teufel im Detail. Während man 2009 noch ganz klar gefordert hat, dass es einen Abzug der US-Atomwaffen geben soll, ist davon 2013 in diesem klaren Sinne eigentlich keine Rede mehr.
sondern man verknüpft das, konditioniert das an entsprechende Abrüstungsschritte auch auf der russischen Seite. Aber die Forderung von 2009, mit der sich auch die FDP noch stark profiliert hatte, dass man ganz klar für einen einseitigen Abzug der US-Atomwaffen ist, die findet sich nicht mehr im neuen Koalitionsvertrag. Punkt 2 ist die ganze Frage des NATO-Raketenschilds. Das hört sich ja so etwas verharmlosend an, wenn man da von einem Schild spricht. In Wirklichkeit geht es eben um ein massives atomares Aufrüstungsprogramm in Europa. Es leitet ein neues atomares Wettrüsten ein. Und da ist man schon einigermaßen überrascht, dass sich eine explizite Befürwortung dieses Projekts eben in dem neuen Koalitionsvertrag findet. Also das heißt zusammenfassend, das ganze Thema atomare Abrüstung ist Fehlanzeige im Koalitionsvertrag. Stattdessen werden eben atomare Aufrüstungsprojekte wie das NATO-Raketenschild befürwortet. Herr Handke, Rüstungspolitik und militärische Außenpolitik ist selten ein Selbstzweck. Es hat natürlich immer etwas auch zu tun mit einer ökonomischen Außenpolitik, mit dem Welthandel. Im Entwurf für den Koalitionsvertrag steht, dass natürlich dieser Außenhandel verstärkt werden soll, dass stärker im internationalen Kontext, vor allem mit den Staaten des Südens, gehandelt werden soll, diese Märkte erschlossen werden sollen, vor allem auch in Bezug auf die Rohstoffpolitik. Welche Perspektiven sehen Sie hier in Bezug auf die Staaten, die ja, wir die Trikon-Staaten nennen, also Afrika, Asien, Lateinamerika? Welche Perspektiven gibt es hier in der Handels- und eben auch in der militärischen Außenpolitik? Im Grunde, da wird da eine Linie fortgesetzt, die sich auch schon in der liberal-christlichen Koalition andeutete, dass man eben sehr stark auf Freihandelsabkommen setzt, wie zum Beispiel mit Kolumbien, mit Peru, dass man diese Linie weiterfahren möchte. Im Grunde ist Freihandel oder sind Freihandelsabkommen das erklärte Ziel auch deutsche Außenpolitik für die Zukunft. Dabei will man sich eben nicht nur auf Trikon-Staaten beschränken, sondern das große Projekt, was Freihandel angeht, ist das Projekt einer EU-USA-Freihandelszone mit aus unserer Sicht eben ganz erheblichen, verheerenden Konsequenzen, sollte das denn in Kraft treten, eben sowohl für soziale Rechte, aber auch für ökologische Standards auf beiden Seiten des Atlantiks. Was die militärische Zusammenarbeit angeht, ist verheerend aus unserer Sicht, dass man eben explizit im Koalitionsvertrag die militärische Zusammenarbeit gerade mit Organisationen wie zum Beispiel dem Golfkooperationsrat befürwortet. Das heißt aus unserer Sicht eben militärische Kooperationen mit Diktaturen in der Golfregion, die eben ganz stark auch in die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten engagiert sind. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass eigentlich dieser Koalitionsvertrag ein großes Konfliktpotenzial enthält, was die internationalen Beziehungen angeht. Und wir uns eben sehr stark wünschen würden, dass es da andere Akzente gibt, eben, also dass man auf fairen Handel setzt statt auf Freihandelsabkommen, die eben die Standards auf beiden Seiten des Atlantiks eben weiter absenken und dass man eben im Grunde auch zu einem partnerschaftlichen Umgang mit Trikont-Ländern kommt. Da ist, wie gesagt, im Moment, was den Koalitionsvertrag angeht, eigentlich nicht erkennbar, dass es in diese Richtung gehen soll. Sie haben eben gesagt, es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass es zu einer großen Koalition kommt. Die Linke wäre dann Oppositionsführerin. Was bedeutet das für die Partei, was bedeutet das für die Fraktion für die kommenden 4 Jahre in Bezug auf die Außenpolitik, auf die Rüstungspolitik? Welche Themen stehen hier im Vordergrund und wie können Sie diese Themen eigentlich setzen? Denn die Opposition hat bei einer möglichen großen Koalition eigentlich kaum mehr Rechte und Möglichkeiten. Es ist in der Tat sehr problematisch, dass die Koalition über 80% der Sitze verfügen wird im Deutschen Bundestag. Das schränkt die Oppositionsrechte erheblich ein. Es wurden zwar Versprechungen gemacht, dass das ausgeglichen werden sollte, aber was wir am Anfang jetzt gesehen haben, auch gerade das Verhalten im Hauptausschuss oder die Einsetzung des sogenannten Hauptausschusses
und dass man dort beschlossen hat, zum Beispiel Anträge der Linken gar nicht zu behandeln. Das geht eher in eine Richtung, dass man im Grunde sehr, sehr stark darauf abzielt, von Seiten der Großen Koalition die wenigen Oppositionsrechte, die es hier gibt, noch weiter zu beschneiden. Sie hatten das erwähnt, in der Tat sehen das auch so, dass es hier eine sehr schwierige Situation gibt, dass man überlegen muss, ob man auch gegen eine fortgesetzte Diskriminierung der Opposition nicht auch rechtlich vorgeht vor dem Bundesverfassungsgericht. Für den militärpolitischen Teil heißt das natürlich, dass es noch viel stärkeren Druck geben wird, eben auf eine Durchsetzung der Ziele, die im Vertrag der Großen Koalition eben festgeschrieben sind. Und da denke ich, dass wir uns eben verstärkt widmen müssen, wie kann Widerstand organisiert werden gegen diese zentralen Aufrüstungsprojekte, NATO-Raketenschild, EU-Kampfdrohnen auf der einen Seite, aber auch gegen die weitere Ausweitung von Interventionsoptionen und einer deutschen Großmachtpolitik auf der anderen Seite. Ich glaube, dass wir sehr stark als Opposition da den Fokus drauf legen müssen und ganz klare Kante zeigen sollten, gerade auch was die Verstärkung einer militärischen NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland angeht, die eben im Koalitionsvertrag auch Priorität genießt. Es werden also spannende 4 Jahre. Herr Handke, ich danke Ihnen fürs Interview. Ich danke.